So, schönen guten Morgen, Walter Hofmann von der Comparex. Ja, erstmal schön, dass wir uns heute alle hier treffen können. Auch für mich schön, wie Sie wahrscheinlich hören, bin ich nicht mehr so ganz bei Stimme. Ich war die letzten 7, 8 Tage lang krank zu Bett gelegen. Das heißt, wenn ich noch ein bisschen husten muss, bitte verzeihen Sie mir das, sehen Sie mir das nach. Trotzdem wollten wir dieses heutige Cloud-Webinar, Citrix Cloud-Webinar stattfinden lassen und das tun wir auch. Ich darf Sie ganz herzlich zum heutigen Citrix Cloud Webinar begrüßen. Vielleicht mal hier so ein paar Daten zu mir. Mein Name ist Walter Hofmann, ich bin Cloud Director bei der Comparex. Finden mich auf Xing, Sie finden mich auf LinkedIn und auf der Comparex-Seite finden Sie einen Blog von mir zu allen möglichen Themen, die wir innerhalb der Comparex bearbeiten. Heute wollen wir uns über das Thema Citrix Cloud unterhalten. Und da wollen wir jetzt auch gleich mal einsteigen, wenn das dann geht. Ich gucke mal hier, ob wir blättern können. Momentan kann ich noch nicht blättern. So, warum kann ich nicht blättern? Jetzt konnte ich. So, genau. Jetzt sind wir auf der zweiten Seite. Jetzt funktioniert es auch. Also, Citrix Cloud, warum? Ja, also die Enterprise IT unterliegt natürlich einer derzeit klaren, signifikanten Cloud-Transformation. Das heißt, alles, was man früher in der Enterprise IT On-Prem gemacht hat, schreit jetzt irgendwie nach Cloud. Ich will nicht sagen nach Cloud First, aber irgendwie nach Cloud. Zumindest ist die Alternative zu betrachten. Installierte Software, die man früher im Rechenzentrum hat, gibt es heute auch sehr viel als As-a-Service-Angebote. Das ganze Thema CapEx geht sehr stark in Richtung OpEx, also in die andere Richtung. Und der klassische Lizenzverkauf wandelt sich eher in die Richtung der Subscriptions oder des eigentlichen Cloud-Verbrauches. So auch bei dem Thema Citrix. Die Firma Citrix hat vor 3 Jahren schon mal eine erste Cloud-Strategie aufgelegt. Die war nicht so toll. Jetzt haben sie mal vor 1,5 Jahren neu nachgelegt und haben da jetzt auch ein eigenes Produkt, das ich Ihnen heute vorstellen werde. Mit dem Produkt ist es möglich, so eine Cloud-Strategie zu verfolgen im Bereich von Citrix. Man kann damit alle Cloud-Varianten bedienen, also damit auch die hybriden Umgebungen. Man kann aktuelle IT-Einschränkungen mit dem Produkt letztendlich überwinden. Man hat einen sehr großen Vorteil im Sinne von Geschwindigkeit der Bereitstellung. Und was ganz wichtig ist mit dem Produkt Citrix Cloud ist, Sie werden die lästigen Updates an der eigentlichen Umgebung los. Also unsere Themen, die uns die letzten 30 Jahren verfolgen, Version 6.5 aktuell von 6.5 nach 7.x und welche nehmen wir denn da und alle 14 Tage kommt was Neues und dann entscheiden wir uns für LTSR-Versionen. Das ist mit dem Thema Citrix Cloud alles ad acta gelegt, weil diese ganze Versionierung zukünftig als As-a-Service in der Cloud passiert und wir nutzen einfach nur den Dienst für die Citrix-Umgebung. Also hier nochmal zusammengefasst, was ist das? Das Thema Citrix Cloud. Das Citrix Cloud-Thema ist nichts anderes als das klassische Citrix Management, also die Management-Umgebung für die Citrix Cloud. Für die Citrix-Umgebung, Entschuldigung, aus der Cloud kommt. Ich werde das gleich nochmal ein bisschen zeigen. Die Daten, das Active Directory und die eigentlichen Workloads, also die Xen-Apps und die Xen-Desktops, können bei mir verbleiben, inklusive ihrer Backends, müssen es aber nicht. Das ist halt ganz wichtig für Kunden, die sagen, ja, Cloud, da habe ich ein bisschen Probleme und personenbezogene Daten und die sind bei mir auf den Terminal-Servern, auf irgendwelchen Applikationen. Genau deshalb ist es so gemacht. Das heißt, nochmal zusammengefasst, das Thema Citrix Cloud ist erstmal nichts anderes, als dass das komplette Management der Citrix Cloud-Umgebung als ein Service aus der Cloud bereitgestellt wird. Die eigentlichen Systeme können nach wie vor noch bei Ihnen verbleiben. Was da dazu kommt, sind eben entsprechende Konnektoren, um das zu treiben.
Und das sind die Cloud-Konnektoren, über die wir auch gleich sprechen werden. Schauen wir uns mal so ein traditionelles Citrix-Deployment an. Und so eine klassische Citrix-Umgebung Stand heute. Und da sehen Sie diese rot gekennzeichneten Felder oben. Also eine Citrix-Umgebung besteht heute in der Regel aus einem Storefront, aus einer Instanz mit dem Director, dem Studio, ein oder zwei Desktop Delivery Controllern. Sie brauchen eine Lizenzinstanz auf einer SQL-Datenbank, auf einer SQL-Datenbank. Und darunter sehen Sie jetzt quasi den Netscaler, so wie sich die Kunden, die Benutzer des Kunden letztendlich auf die Umgebung einwählen. In der Regel liegt dahinter ein Hypervisor und auf diesem Hypervisor befinden sich die eigentlichen Instanzen. In diesem Fall sind es vier XenApp-Instanzen und das Active Directory, gegen das grundsätzlich authentifiziert wird. So, schauen wir uns das mal vom Bildchen her an in der klassischen Umgebung. Das heißt, hier kommt ein Benutzer von draußen über ein Endgerät, idealerweise mit dem Citrix Receiver. Er meldet sich also an der Konsole an, kommt über den Netscaler, macht seine Authentifizierung über das Active Directory, bekommt dann über den Storefront seinen Bildschirm eingeblendet mit den Applikationen, die ihm zur Verfügung stehen und bekommt dann letztendlich die Zuweisung aus dem Desktop Delivery Controller für die jeweilige XenApp-Instanz, auf die er dann geschaltet wird mit dem entsprechenden Load Balancing. Das ist in der Citrix Cloud nicht anders, nur ist es so, dass, das sehen Sie jetzt hier in diesem Bild, dieser ganze Verwaltungsteil, also Storefront, Director Studio, Delivery Controller, License Server und die Datenbankinstanz, komplett als Software as a Service aus der Cloud bereitgestellt werden. In diesem Beispiel sehen Sie hier, da meldet sich jetzt ein Benutzer an, der kommt über den Netscaler und würde jetzt über dieses Konstrukt eine Verbindung zur Citrix Cloud aufbauen. Hier in den Desktop Delivery Controller. Der Desktop Delivery Controller würde ihm sagen, der Storefront würde ihm sagen, auf welchem, was er zur Verfügung hat, und der Desktop Delivery Controller würde diesem Benutzer on-prem dann einen entsprechenden XenApp zuweisen, auf den er sich verbindet. Und ganz unten in der untersten Zeile sehen Sie die Backend-Systeme, die Sie brauchen, um die Backends auch an die entsprechenden Systeme in Ihrem XenApp oder in Ihren VDIs letztendlich anschließen zu können. Das ist also nichts anderes, als dass die Management-Umgebung, die eigentliche Management-Umgebung von Citrix, also das, was wir bauen müssen, damit wir Citrix betreiben können, komplett von unserer On-Prem-Umgebung abtrennen und dieses zukünftig als Citrix Cloud-Dienst, als Software as a Service für uns zur Verfügung steht. Ja. Für den Kunden sieht es dann so aus, dass er seinen Director und sein Studio genauso sieht, nur läuft dieser Director und das Studio dann halt nicht auf Instanzen, die in seinem On-Prem-Rechenzentrum stehen, sondern diese Instanzen stehen dann in der Citrix Cloud und werden auch dort betrieben. Übrigens, die Citrix Cloud selber steht physikalisch in der östlichen Hemisphäre von USA in einem Azure-Rechenzentrum. Sie können das aber nicht über Azure buchen. Also Sie können jetzt nicht auf die Azure-Seite gehen und können auf der Azure-Seite die Citrix Cloud buchen, sondern das ist halt, das muss halt auch irgendwo physikalisch betrieben werden und am Ende wird es in der Azure Cloud betrieben. Dazu komme ich aber später nochmal dazu. So, jetzt der eigentliche Punkt. Wie komme ich jetzt von der Management-Umgebung, von der Citrix Cloud zum Beispiel auf meine On-Prem-Umgebung? Ich bleibe mal bei diesem Beispiel. Das funktioniert über eine neue Instanz, die in der Regel doppelt ausgeführt wird. Und das sind die sogenannten Citrix Cloud-Konnektoren. Hierbei handelt es sich um 2016er Server. Diese 2016er Server werden in diesem Fall on-prem eingerichtet und regeln den verschlüsselten Verkehr zwischen der Citrix Cloud-Instanz,
die für Sie dort bereitgehalten wird, und Ihrem On-Prem-Rechenzentrum. Darüber geht der ganze, wenn Sie so wollen, Steuerungsverkehr. Wie Sie richtig sehen, gehen da keinerlei AD-Daten über dieses Thema. Das sind ausschließlich Management-Daten für das Bereitstellen der entsprechenden Xenapps und Desktop-Instanzen in dem On-Prem-Rechenzentrum. Und sie sind trotzdem und natürlich auch über HTTPS verschlüsselt. Die Verbindung rauf in die Citrix Cloud würde über eine 443er-Verbindung funktionieren. So, was macht der Citrix Cloud Connector? Hier steht es nochmal in diesem Zusammenhang. Der Citrix Cloud Connector verschlüsselt User Credentials, bevor diese in die Cloud gehen, wenn da welche drin sind. Und er steuert also alle Instanzen, die da darunter liegen, inklusive der Machine Images, die Sie haben für die Bereitstellung. Und die Machine Images selber, inklusive der Applikationsdaten, verbleiben in dem On-Premise-Rechenzentrum des Kunden. Ganz wichtiger Punkt, weil wir ja immer noch auch sehr viele Kunden haben, die sagen, Cloud hin oder her. Wir wollen keine personenbezogenen Daten in die Cloud schieben, auch wenn sie nach C5 zertifiziert ist. Das muss alles bei uns bleiben und das ist mit dieser Lösung natürlich sehr schön möglich. Ich zeige Ihnen mal ein Bildchen, wie die Konsole ausschaut von diesem Citrix Cloud. Sieht also relativ aufgeräumt aus. Hier landen also hier starten also die Administratoren und können hier in dem zweiten Punkt, wo die 4 da steht, entsprechende Resource Locations anbinden. Also ein On-Prem-Rechenzentrum wäre in dem Fall eine entsprechende Resource Locations. Sie sehen die Domänen, die dort angebunden sind. Das sind nichts anderes als die dazugehörigen ADs, mit denen das Ding dann authentifiziert und spricht. Und so sieht also so aufgeräumt sieht diese Umgebung aus. Und natürlich kann man dann in diese Umgebung reindrillen und kann dann gucken, wo seine Kataloge liegen und wie diese ganzen Images ausschauen und wie die zusammengebaut werden. Also das, was Sie in jeder klassischen Citrix-Umgebung immer und überall haben. So, jetzt hatten wir den ersten Fall, dass wir die Citrix Cloud dafür verwenden, selbst keine eigene Management-Umgebung für das Thema Citrix mehr zu betreiben und diese auch aufzubauen. Vorteil, ja, ich bin aus diesem ganzen Update-Thema raus. Ich muss mich nicht mehr darum kümmern, dass die neuesten Versionsupdates von Citrix drin sind. Das macht jetzt alles Citrix für mich selber im Zusammenhang mit den Cloud-Konnektoren, die dann auch über Citrix gepflegt werden. Das stellt immer sicher, dass die Verbindung zwischen der Citrix Cloud und der dazugehörigen Resource Location auch immer funktioniert. Und jetzt kann man das Thema natürlich weitertreiben und kann sagen, ja, was wäre denn jetzt, wenn ich hingehe und sage, ich nehme das Thema Citrix Cloud für die Verwendung des Managements? Aber meine Workloads, die sollen jetzt auch aus der Cloud kommen. In dem ersten Beispiel waren die eigentlichen Workloads, also die Xenap und Xen Desktop Instanzen, die waren on-prem mit den dazugehörigen Backends. Aber es gibt natürlich Kunden, die sagen, ja, wenn ich schon in der Cloud bin, dann würde ich gerne das Thema Citrix Cloud machen und die Workloads würde ich gerne auch in die Cloud schieben. Und da kommt ein neuer Begriff dazu, den Sie in dem Umfeld auch immer wieder hören. Und das ist Citrix on Azure oder Citrix on AWS. Wichtig dabei, Citrix Cloud und Citrix on Azure, Schrägstrich AWS, sind zwei Paar Schuhe und gehören erstmal zwar thematisch zusammen, sind aber nicht das Gleiche. Weil da passiert jetzt Folgendes. Wir würden jetzt in dem zweiten Schritt hingehen, das ist dieses zweite Szenario, und würden das Management aus der Cloud nehmen. Das heißt, wir machen keine eigene Management-Umgebung mehr, bauen keine eigene Management-Umgebung mehr für die Citrix-Umgebung. Aber die Workloads, also die Xenap und Xen Desktop-Instanzen dazu, die schieben wir jetzt auch in die Cloud. Erinnern Sie sich, in dem Bild vorher waren die ja noch on-prem. Sieht also so aus. Citrix Cloud, Sie sehen dort wieder die entsprechenden Management-Instanzen. Und dann würde man hergehen und würde die eigentlichen Citrix-Instanzen, also Xenap, Xen Desktop,
nach AWS, nach Azure, nach Google in jede Cloud-Form verschieben, anlegen, die Sie sich cloudmäßig vorstellen können. Ja, und die es auch gibt. Gefahr dabei und das Problem dabei ist, wir haben ja noch Backend-Systeme, die quasi mit den Xenup und Xen Desktop-Systemen verbunden sind. Und ich bin jetzt selber seit über 30 Jahren mit dem Thema Citrix unterwegs. Und eine wichtige Richtlinie bei dem ganzen Thema war immer, die Xen-Apps und Xen-Desktops sollten möglichst nahe bei den entsprechenden Applikations- und Backend-Systemen stehen. Und genau das wird in diesem Fall ausgehoben. Und das stellt so ein Konzept letztendlich wieder vor eine ganz neue Betrachtungsvariante, weil jetzt muss man natürlich dafür sorgen, dass diese Backend-Systeme, die Sie jetzt in der letzten Zeile unten sehen, Kunden On-Prem-Rechenzentrum, die bleiben ja im Kunden On-Prem-Rechenzentrum in diesem Beispiel, die müssen natürlich sehr performant jetzt an eine entsprechende Cloud angebunden werden, also AWS oder Azure. Also nochmal im Zusammenhang, dieses Bild zeigt nichts anderes, als dass es eine Management-Umgebung gibt von Citrix. Und jetzt legen wir die eigentlichen Citrix-Instanzen auch noch in die Cloud. Ja, Sie sehen den Cloud-Connector wieder. Sie sehen den Netscaler, der jetzt dann auch in der Cloud liegen würde. Und Sie sehen vier XenApp-Systeme. Die würden jetzt beispielsweise in Azure oder in AWS liegen. Und meine Backends bleiben bei mir. Und jetzt habe ich quasi meinen RZ-Backbone auseinandergerissen und den muss ich jetzt irgendwie wieder sehr performant an meine XenApp-Systeme anschließen, sonst wird es nichts. Und das muss man jetzt dann auch letztendlich von Fall zu Fall entscheiden, ob es da entsprechende performante Verbindungen gibt, was die kosten und ob es für die entsprechenden Applikationen, die sich dann auf den jeweiligen Images befinden, ob das überhaupt sinnvoll ist. Das ist einfach nur eine Thematik, damit Sie sehen, damit ist auch ein schrittweiser Übergang später in die Cloud dann auch komplett möglich, weil wie Sie jetzt vermuten, wird es dann natürlich auch eine Variante geben, wo dann auch die Backend-Systeme in der Cloud stehen. Und so könnte man also schrittweise in die Cloud migrieren, aber soweit sind wir noch nicht. Das ist erst die Variante 2 und ich wollte hier nur darauf hinweisen, dass dabei die Trennung des Backends von den Citrix Workloads stattfindet. Und das ist etwas, was man schon sehr kritisch betrachten sollte, wenn man es dann macht. Aber was man natürlich tun kann, und das sieht man hier auf dem Bild, ist, dass die entsprechenden Citrix Workloads dann auch alle in der Cloud laufen. Und damit sind sie natürlich aus ihrem Rechenzentrum raus. Und Sie können sie da in AWS und Azure und in jeder Cloud-Form, die Sie so kennen, dann auch entsprechend betreiben oder betreiben lassen. So, hier nochmal ein Beispiel, wie das Kunden von uns auch tun. Sie sehen hier, das ist jetzt eine Azure-Darstellung. Da würde jetzt in der Azure Cloud die entsprechende Management-Umgebung stehen. Hier würden in dem Fall drei XenApps und zwei VDIs stehen. Die haben einen Anschluss an ein lokales Office 365, das da unten rauskommt. Gibt einen File-Server und ein SAP-Backend und verschiedene andere Backends, die noch entsprechend lokal gehalten werden und über eine Side-to-Side-VPN oder ein Direct Connect oder eine Express Route werden dann diese Backend-Systeme an die entsprechende Cloud-Form angebunden und da ist halt wichtig, dass das alles ziemlich performant ist und möglichst niedrig Latenz behaftet, sodass die Daten aus den Backend-Systemen dann auch auf den Citrix-Workloads letztendlich verarbeitet werden können, sauber verarbeitet werden können. Damit kommen wir zum nächsten Schritt. Das war jetzt der Schritt 2. Jetzt tun wir mal so, als ob wir alles in die Cloud schieben. Also hier Citrix Cloud All In. Das heißt, das Citrix Management kommt aus der Cloud. Das hatten wir ja schon vom ersten Step an. Die Workloads kommen aus der Cloud. Entschuldigung. Und jetzt würden wir die Backends für diese Workloads auch noch in die Cloud
migrieren und sie idealerweise daneben stellen. Dann haben wir einen Großteil von dieser Direct Connect Anbindung erstmal weg. Sieht so aus im Bildchen. Sieht so aus im Bildchen. Das heißt hier die Citrix Cloud wieder. Dann eine Cloud-Form, die Sie sich aussuchen können, Azure, AWS, Google, A1 direkt, was Sie auch immer mögen, wo Sie sich da entsprechende Systeme quasi vorhalten können. Und die entsprechenden Backend-Systeme sind jetzt auch in die Cloud migriert. Das heißt, ein Active Directory ist dort, ein Mail-Server, Database, SharePoint, File-Server, SAP Backend. Jetzt würde quasi alles aus der Cloud kommen. Das macht aus Sinn, aus Sicht von Citrix für diese Cloud-Darstellung natürlich am meisten Sinn, weil jetzt stehen die Backend-Systeme wieder direkt an den Terminal-Servern dran. Und damit haben wir natürlich die Verbindung in das On-Prem-Rechenzentrum mit dem Direct Connect nicht mehr. So. Schauen wir uns mal ein paar Varianten zu diesem Thema an, die man jetzt da bauen kann. Da gibt es ja natürlich jetzt alle möglichen Varianten, die man bauen kann. Das sind ja nicht Dinge, dass man sagt, man muss Version 1, 2 oder 3 machen, sondern alle Varianten kann man natürlich auch wild mischen. Schauen wir uns mal dieses Bildchen hier an. Hier haben wir mal ein Kundenszenario, wo ein Kunde die Citrix Cloud nutzt als quasi das Management, so wie es auch vorgesehen ist. Hier wird die Management-Umgebung quasi als Software as a Service nachgebildet. Dieser Kunde hat ein Data Center in New York. Das ist ein On-Prem-Rechenzentrum. Sie sehen, er macht seinen Zugriff auf sein On-Prem-Rechenzentrum mit einem lokalen Netscaler, hat dort 1, 2, 3 XenApp-Systeme und die dazugehörigen Backend-Systeme stehen in seinem dazugehörigen Data Center in New York, verwaltet das ganze Ding aus der Citrix Cloud, macht also nie mehr ein Update auf seiner Farm. Parallel dazu hat er in München ein Data Center, da macht das ganz genauso. Und das dritte Rechenzentrum, das er hat, befindet sich in Frankfurt und da macht das auch so. Das sind drei Sites, die er da anbietet, drei Resource Locations, Entschuldigung, die er da anbindet. Und die kann er alle über die Citrix Cloud letztendlich sauber verwalten. Also ein Szenario für dieses Thema. Hier nochmal die Vorteile. Immer up to date. Das heißt, ich mache keine Updates mehr und es ist eine konsistente Implementierung. Das heißt, ich muss nicht gucken, dass irgendjemand in New York den gleichen Versionsstand von Citrix fährt wie in Frankfurt oder in München. Das wird immer gleich sein. Zweites Beispiel, hier hat ein Kunde die Citrix Cloud in Verwendung, hat aber eine Dependance in AWS in der östlichen Hemisphäre von USA. Dort betreibt er in der Cloud entsprechende XenApp-Systeme. Und diese XenApp-Systeme sind an einen einheitlichen Backbone angebunden, also ein einheitliches Backend angebunden. Und das steht aber wiederum in einem Rechenzentrum in München. Das heißt, Sie sehen, der hat jetzt ein einheitliches Backend. Die stehen jetzt alle in München und dann müssen halt die Side-to-Side-VPNs und die Express-Routen und Direct Connects und wie sie alle heißen, die müssen dann halt entsprechend performant ausgestattet sein und niedrig latenzbehaftet sein, dass die Systeme dann auch performant tun, aber damit würde man auf einen einheitlichen Datenbestand zurückgreifen. Jetzt haben sie halt die 120 Millisekunden in die USA nicht übers HDX-Protokoll nach vorne raus, jetzt haben sie die 120 Millisekunden wahrscheinlich hinten im Backend. Da stellt sich dann auch wieder die Frage der Performance und ob das sinnvoll ist und ob man das technologisch machen kann. Das muss man dann in einem entsprechenden Test einfach herausfinden, was da kritischer ist. Parallel dazu hat er eine Dependance in Singapur. Dort ist er auch in Azure unterwegs, hat dort seine XenApp-Systeme eingestellt und die Daten für die XenApp-Systeme kommen wiederum aus dem Rechenzentrum in München. Und als dritte Variante hat er selber in dem Rechenzentrum in München eine lokale Farm und die hängt natürlich direkt an dem Backend-System da unten dran.
Ja, also Sie sehen, gibt es alle möglichen Varianten, um das Thema letztendlich aufzubauen und umzusetzen. So auch hier, ne, immer up to date und immer eine konsistente Implementierung. Immer so eine Folie, die das nochmal so ein bisschen zusammenfasst. Also die IP bleibt, also diese Intellectual Property oder Ihre Daten bleiben da, wo sie sein sollen, wenn Sie das ganze Ding so betreiben, wie zum Beispiel in dem ersten Beispiel, dass Sie sagen, nur das Management kommt aus der Cloud, sowohl die Xen-Apps als auch die Xen-Desktops inklusive Ihrer Backend-Daten bleiben bei mir on-prem. Dann haben Sie dieses ganze Cloud-Thema verwendet, aber den Compliance-Gedanken einmal komplett durchgezogen und damit das Compliance-Problem ausgehoben beziehungsweise gelöst. Trotzdem sind alle Möglichkeiten da, irgendwie Private Cloud, Public, irgendwas mit Hybrides zu machen. Die werden alle von diesem Thema CertX Cloud unterstützt. Ja, also wir haben auch sehr viele Kunden, die wirklich sagen, wir nutzen das einfach nur und bauen, gehen damit einfach den Weg, dass wir nicht mehr updaten, Farben updaten müssen und nutzen dann einfach nur den Dienst. Alles andere bleibt bei uns und damit sind sie alle Sorgen zum Thema Cloud und Compliance erstmal los. Schauen wir uns noch mal ein paar Preise an, weil das auch wichtig ist. Wenn Sie bestehende CertX-Lizenzen haben, die unter Subscription stehen, also die Ihnen die Möglichkeit geben, dass Sie auch immer wieder die neuesten Versionen einsetzen können, dann können Sie Stand heute diese Lizenzen wandeln. Das heißt, Sie können diese Lizenzen in Cloud-Lizenzen wandeln, was wichtig ist und was Ihnen wahrscheinlich niemand so auf den ersten Satz sagt, ist, dass Sie diese Lizenzen, wenn Sie die einmal in Cloud-Lizenzen gewandelt haben, nicht mehr zurückwandeln können. Also einmal in Cloud-Lizenzen gewandelt, können Sie die nicht mehr in On-Prem-Lizenzen zurückwandeln. Geht nur in eine Richtung. Und ich glaube, es ist ein 25er Schritt. Also es geht nur mit je 25 Lizenzen, muss es tun können. Sollten Sie keine Subscription mehr auf diesen Lizenzen haben, also Sie haben beispielsweise irgendeine 6.5er-Version und da ist keine Subscription mehr drauf, das haben Sie nicht gemacht, aus irgendwelchen Gründen, dann können Sie heute CertX Cloud-Lizenzen erwerben und der Preis für die CertX Cloud-Lizenzen ist $240 per User per Year. Ist eine Concurrent-Variante, by the way. Und dort gibt es auch keine Advanced Enterprise und Platinum-Varianten, sondern das sind alles nur noch Platinum-Varianten. Da gibt es nichts anderes mehr in der Cloud. Also voller Funktionsumfang. Und die Kosten, ja, da streiten sich die Geister momentan zwischen 240 und 270 US-Dollar per User per Year. Die Variante mit dem Umwandeln der aktuellen lokalen Lizenzen hatte ich gerade schon genannt. Aber es gibt noch was anderes, nämlich es gibt in Verbindung mit Microsoft, CertX hat ja eine sehr enge Bindung zu Microsoft die letzten Jahre auch aufgebaut, etwas, das nennt sich Xen App und Xen Desktop Essentials. Das heißt, wenn Sie dieses Szenario aufbauen und nur wenn Sie dieses Szenario aufbauen, das heißt, Sie haben die CertX Cloud und Sie stellen Ihre Instanzen, Xen App und Xen Desktop, nach Azure und behalten erstmal Ihre Daten on-prem. Ist nicht zwingend und nicht Voraussetzung, aber wichtig ist, dass die Instanzen in Azure stehen und Sie hätten keine aktuellen CertX-Lizenzen mehr. Dann kann man auf dem Azure-Portal in dem Marketplace sich die sogenannten Xen Desktop Essentials bestellen. Das sind besondere Lizenzen, die von Microsoft bereitgestellt werden. Und diese Lizenzen haben ein besonderes Pricing, was sie mitbringen müssen für die jeweilige Xen App und Xen Desktop Instanz. Ist eine jeweilige TSCal und oder eine jeweilige VDA dazu. Bitte bedenken Sie, dass Sie, wenn Sie es so bauen,
Consumption in der Azure Cloud erzeugen, inklusive Traffic Out, der natürlich dazukommt. Und da bietet die Microsoft eben ein entsprechendes Angebot. Das können Sie sich dann auf dem Azure-Portal mal anschauen. Und ich glaube, ich habe sogar eine Folie dazu. Genau. Da gibt es eben nur XenApp und Windows 10 VDIs, die Sie sich dort mieten können. Und die haben einen besonderen Preis, den ich Ihnen nicht vorenthalten möchte. Das ist der. Und der ist natürlich Hammer, weil der ist $12 pro User pro Monat. Also für den Fall, dass Sie die Variante 2 fahren, das heißt, Sie benutzen die Citrix Cloud und Sie stellen Ihre Instanzen, Xenap und Xen Desktop, in die Azure Cloud und Sie haben keine gültigen Citrix-Lizenzen mehr, also die nicht unter Wartung stehen. Oder Sie fangen neu mit dem Thema an, dass Sie noch nie welche hatten. Ist es möglich, das Produkt Citrix on Azure zu erwerben? Und das sind diese XenApp und Xen Desktop Essentials, heißen die. Und die kriegen Sie über den Marketplace von Azure. Was Vergleichbares gibt es bei AWS übrigens nicht. Und die kosten $12 per User per Monat. Ja. Oder eben alternativ dann bei Citrix, Citrix Cloud-Lizenz, Xen Desktop und XenApp. Die steht hier nochmal da. Alle Preise, so wie ich sie gerade genannt habe, sind Listenpreise. Da müsste man gucken, wie ihre entsprechenden Abschläge sind zu dem Thema. Es handelt sich hier um Platinum-Varianten. Da gibt es nichts anderes, also da gibt es keine Abstufung, so wie bei den On-Prem-Lizenzen und die Lizenzwandlung steht hier auch nochmal, ist möglich, aber nicht umkehrbar und immer in 25er Paketen. Ja. Also schon ein interessantes Thema. Ich weise hier nochmal darauf hin, sollten Sie für dieses Thema mal eine Kostenanalyse, eine Kostenberechnung wollen, ich biete sowas mit meinem Kollegen Thomas Ahrens an. Da schauen wir uns mal die Kosten an, wie die sich in einem Jahr etwa verhalten. Auch das Thema Cloud ist ja nicht so ohne. Da muss man letztendlich dann auch über die Consumption nachdenken, über den Traffic Out nachdenken. Alles, was in der Cloud letztendlich so passiert. Und da haben wir uns was vorbereitet zu dem Thema und das können wir gerne mit Ihnen durchsprechen, wenn Sie sich für dieses Thema interessieren. Interessant ist es allemal, das Ergebnis nehme ich mal vorweg, es ist natürlich weitaus günstiger, als wenn Sie es on-prem betreiben. Hier vielleicht nochmal eine Folie zu unserem Angebot, was wir da haben in diesem Umfeld, wie wir uns zu dem Thema als Comparex aufstellen, zu dem Thema Citrix Cloud. Wir haben so einen Define Plan Build Evolve Run Zyklus, den kennen Sie sicherlich. Wenn Sie mit uns in so ein Thema einsteigen und da müssen Sie sich halt Gedanken machen über, wie bauen Sie Ihre Images. Das haben Sie ja auch in der normalen Umgebung, müssen Sie sich Gedanken machen, was in den Images drin ist, wie Sie die zusammenbauen. Da kommen natürlich die ganzen Themen von Citrix jetzt zusammen, mit dem App-Layering. Dann verwenden Sie den PVS oder das MCS. Hier gibt es auch in der Cloud ein paar Unterschiede. In Azure zum Beispiel ist kein PVS unterstützt an der Stelle. Zumindest nicht so, dass Sie es irgendwie sauber verwenden können. Da muss man ein bisschen aufpassen, wie man sich da strategisch positioniert, auch von der ganzen Verwaltung mit den Farmen. Eine Thin Client Evaluierung, die wir in dem Umfeld haben, also etwas, was natürlich immer noch aktuell ist, wo Kunden sagen, ja, ich will aber da entsprechende Thin Clients dran betreiben und die müssen einen bestimmten Schlüssel verwalten können und die müssen das und das können, müssen ein paar Monitore können. Da haben wir natürlich entsprechende Angebote, die wir schon viel, viel länger in dem Thema drin haben. Und Sie sehen in dem Bildteil unsere Angebote für die entsprechenden Assessments. Wir bieten für alles das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, entsprechende Assessments, wenn Sie so wollen, POCs, auf dem Thema an. Wenn Sie da an dem Thema interessiert sind,
könnten wir sogar mal gucken, ob wir das mit einem Herstellerzwinkern sogar unterstützen, wenn Sie wissen, was ich meine. Und damit sind entsprechende Testaufbauten bei Kunden zumindest teilweise ja, vom Hersteller unterstützt. Ja. Wenn Sie dann irgendwie in der Cloud sind, dann kommen unsere eigentlichen Cloud-Services zum Vorschein. Also da, wo es dann darum geht, was haben Sie da in der Cloud, wie lange steht es in der Cloud, sind die Instanzen richtig gewählt, sind die Instanzen auch nur dann online, wenn sie online sein sollen, also so Richtlinien, die wir da anwenden, weil so eine Cloud-Umgebung lässt sich natürlich so betreiben wie eine On-Prem-Umgebung, aber in der Cloud wäre es natürlich nicht so geschickt, wenn Sie das Ding 7x24, 365 Tage durchlaufen lassen. Wenn das eine Anforderung ist, dann ist es auch okay, dann macht man das aber nicht mit einem On-Demand-Modell, sondern irgendwie anders. Das sind dann alles so Bestandteile aus der Cloud-Optimierung. Wir bieten dazu dann auch noch entsprechende Billing-Services an, sodass das Ding, das kommt ja wie so eine Telefonrechnung, dann auch noch entsprechend optimiert und so aufbereitet ist, dass man auch sieht, wer denn die Kosten erzeugt hat. Und wir haben zu dem Thema selbstverständlich auch noch die klassischen Betriebsszenarien, wo Monitoring und Operation in dem Thema drin sind, weil in der Cloud muss man ja nicht immer die AAS-Dienste nehmen. Es ist ja auch möglich, mit eigenen Lizenzen da vorbeizukommen und die müssen dann natürlich auch mal abgedatet werden oder muss man ein Patch drüber laufen lassen oder was auch immer über diese Instanzen und auch da bieten wir entsprechende Services zu dem Thema an. Das mal so als vielleicht abschließende Folie zu dem Thema. Damit bin ich auch am Ende mit unserem Webinar. Wir sind ziemlich gut in der Zeit. Ich hatte 40 Minuten, 45 Minuten angesetzt, sind jetzt ziemlich genau 40 Minuten. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein paar Neuigkeiten zu dem Thema Citrix Cloud, Citrix on Azure/AWS vermitteln. Ich hoffe, es war kurzweilig für Sie. Wenn Sie Fragen zu dem Thema haben, würde ich mich freuen, wenn Sie mir die Fragen einfach formulieren und schicken. Ich werde die Fragen dann beantworten. Ansonsten kriegen Sie natürlich zu dem Webinar noch ein entsprechendes Backup von unserer Marketingabteilung. Und damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Dankeschön.